Kiss and Kill. Süße, man kann deine Knarre sehen. Na ja, wohin soll ich sie denn bitte schön stecken? Ist dir schon mal aufgefallen, wie riesig das Ding ist? Herzlich willkommen, ihr seht Spätverschaltung, das Magazin mit Tim und Kim. Wir stellen euch heute die Action-Komödie Kill and Kiss. Nee, andersrum. Wir stellen euch heute die Action-Komödie Kiss and Kill vor. Jen lernt im Südfrankreich-Urlaub den attraktiven und charmanten Spencer kennen. Sie verlieben sich, heiraten und leben 3 Jahre später glücklich in einer amerikanischen Vorstadt. Doch eines Tages kommt Jen hinter ein Geheimnis. Spencer ist in Wirklichkeit ein internationaler Top-Spion und Auftragskiller. Diese romantischen Action-Komödien scheinen ja jetzt so irgendwie in Mode zu kommen, weil dieses Jahr gab es ja schon der Kautionskopf, Night and Day, und die haben halt auch immer so die gleiche Formel. Das heißt, man hat halt 2 Superstars in den Hauptrollen, dann eben so familientaugliche Action, ein romantisches Happy End, und es ist halt wirklich so ein, sag ich mal, ein seichtes Dating-Movie. Ja, ich gucke diese romantischen Komödien, Action-Komödien auch wirklich ganz gerne, habe auch viele dieses Jahr gesehen, muss allerdings sagen, dass Kiss and Kill hinter den anderen wirklich zurückbleibt, denn hier wirken viele Szenen und Dialoge wirklich einfach unfertig und nicht zu Ende gedacht. Wobei ich das jetzt nicht ganz so krass fand. Vor allem, also bei Komödien lege ich auch ein bisschen andere Maßstäbe an. Klar, wenn das jetzt ein ernst gemeinter Agenten-Thriller gewesen wäre, hätte ich halt auch das schärfer kritisiert. Aber hier war es schon recht unterhaltsam, durchweg. Ja, aber genau das ist ja das Problem. Dass, also zum Beispiel Ashton Kutcher, der spielt diese romantischen Komödien wirklich gut, funktioniert meiner Meinung nach aber nicht in Action-Szenen, weil er sich halt eben viel zu ernst nimmt und das nicht so richtig parodiert. Schießt ja gar nicht, Tag. Oh, Scheiße! Das wird ein langer Tag werden. Schade fand ich, dass Ashton Kutcher, der ja in wirklich vielen romantischen Komödien schon Erfahrung sammeln konnte. Ja, zum Beispiel Valentinstag, Las Vegas. Genau. Oder auch in Science-Fiction-Thrillern wie Butterfly-Effekt, hier dann als Produzent in vielen Bereichen wirklich gescheitert ist. Denn er hat ja auch die Aufgabe, so das Skript zu überwachen, die Kameraarbeit oder auch den Schnitt am Ende. Und das ist wirklich... Da gab es viele Defizite. Wobei ich das gar nicht so extrem finde. Klar, das Drehbuch war jetzt nicht besonders innovativ. Man hat so diese Story schon oft gesehen. Aber ich finde auch gerade so dieses Paar eben, also mit Catherine Heigl, Ashton Kutcher hat halt gut funktioniert, weil sie hat ja auch jetzt schon in 27 Dresses, die nackte Wahrheit, so Komödienerfahrung gesammelt. Und es hat einfach funktioniert. Und ich glaube auch vom Anspruch her wollte man einfach eine lockere Sommerkomödie schaffen. Und das hat funktioniert. Für wen arbeitest du wirklich? Sagen wir einfach, ich arbeite für die bla 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 und die gaben mir eine Lizenz zum bla. Ah! Deine Beine. Oh nein, vergiss es. So einfach läuft das nicht. Halt machen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Fazit zu diesem Film ist, sagen wir einfach, ich fand den Film bla 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 und er gab mir bla. Naja, also wer halt die beiden Darsteller mag und Lust auf eine nette Sommerkomödie hat, kann ruhig reingehen. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Beine auseinander. Oh mein Gott. Mir reicht's für heute.